Reifen und Felgen gehören im Motorsport wie auch auf der Straße immer zusammen und bilden eine perfekte Symbiose aus Stabilität und Haftbarkeit. Zumal der Reifen das einzigste Teil des Fahrzeuges ist, welches mit dem Untergrund Kontakt hält. Aus diesem Grund ist es sehr passend, dass der Felgenkonzern ATS Leichtmetallräder Titelsponsor der Formel 3 in Deutschland ist. Wir wollten den Hintergründen auf die Spur gehen und fragten im Rahmen des ATS Formel 3 Cups in Assen bei Beteiligten nach. Der ehemalige Formel 3 Teamchef und Serienbegründer Bertram Schäfer weiß, wie die Kooperation zustande kam. Die Partnerschaft mit ATS hat eigentlich schon sehr lange bestanden, schon aus meiner aktiven Zeit, wo ich noch ein Team hatte. In den Jahren, glaube ich, 99, 2000 sind wir zusammengekommen. Ich kannte aber schon den Gründer gut, bin schon mit dem Günther Schmidt damals Formel V gefahren. Also da ist eine ganz, ganz lange Bekanntschaft schon da. Wie kam es, dass ATS Leichtmetallräder zur Saison 2007 das Titelsponsoring der Rennserie übernahm? Man hat sich sehr schnell gefunden und gesehen, dass man da drin eine Partnerschaft zusammenbekommt, die für beide Parteien gut ist. ATS konnte sich damit sehr verwirklichen. Wir haben die Felgen entwickelt. Die Felgen sind mittlerweile auf allen Formel 3 Autos bis hin in die englische Meisterschaft zum Teil. Also das ist der Grund, wofür ATS da sehr großes Interesse hat. Und ich weiß auch mittlerweile, dass es weitergeführt werden soll und man es seitens des Sponsors nicht bereut. Damit bietet die deutsche Formel 3 ein interessantes Spielfeld für technische Entwicklungen, welche weltweit Beachtung finden. Der in Bad Dürkheim ansässige Felgenproduzent hat dies schon vor vielen Jahren erkannt, ebenso wie die Popularität und Attraktivität der Nachwuchsklasse, welche meist kostenlos im Rahmen der ADAC GT Masters zu besuchen ist. Aber auch der in Düsseldorf angesiedelte Yokohama-Konzern war sehr daran gelegen, sich im fliegenden Klassenzimmer des Motorsports zu engagieren. Der japanische Reifenhersteller profitiert ebenso von den technischen Erkenntnissen wie auch vom Renommee der schnellsten deutschen Formelsportserie. Dies weiß natürlich auch der Motorsportchef von Yokohama Deutschland, Manfred Theisen. Nun, unsere Leidenschaft ist natürlich auch der Formensport neben dem Tourenwagensport. Und so war es naheliegend, dass wir uns bei der Ausschreibung bemüht haben, den Vertrag zu bekommen, was uns dann auch 2007 wieder gelungen ist. Und seitdem sind wir eigentlich permanenter Reifenausrüster für die Formel 3. In der Formel 1 gibt es vier verschiedene Reifenmischungen bzw. Härtegrade. Ist dies im Formel-3-Sport ähnlich oder würde eine solche Entwicklung die Kosten in ungewollte Höhen treiben? Man will natürlich auch im ATS Formel 3 Cup mit relativ niedrigem Budget fahren können. Und um das zu ermöglichen, haben wir nur eine Mischung, die für alle Gegebenheiten ausreichen muss. Eine Reifenmischung, die eben den optimalen Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Fahrbarkeit darstellt. Bis jedoch ein Yokohama-Reifen auf einen Formel-3-Boliden geschnallt werden kann, muss erst der Gummi auf die Leichtmetallräder von ATS gezogen werden. Dieser Vorgang wird von einer Monteurtruppe an der Rennstrecke erledigt, dessen Mitarbeiter jedoch vorwiegend nur am Wochenende im Motorsport tätig sind. Bevor ein neuer Reifen auf eine Felge angebracht werden kann, muss das alte, verbrauchte Material entfernt werden. Im Gegensatz zum Gummi wird die Felge in der Regel erst dann gewechselt, wenn eine Beschädigung vorliegt. Die blanke Felge wird dann zu einem weiteren Arbeitsplatz über eine Art Rollband transportiert. Dort wird ein frischer Gummiring, nachdem er mit einer Spezialcreme eingestrichen wurde, um die Felge gelegt. Dies wird möglich, weil der Reifen in eine Maschine eingespannt wird, die den Reifen dann um das Metall wuchtet. Anschließend wird die Luft in den Reifen eingeführt. Der Luftdruck ist jedoch nicht mit dem eines Straßenwagens zu vergleichen, weiß Motorsportchef Theisen. Gut, man fährt mit den Luftdrücken sehr niedrig, zwischen 1,2 und 1,4. Und das kann man im normalen Pkw-Bereich gar nicht ermöglichen, weil das Fahrzeug viel schwerer ist. Und hier geht es darum, die optimale Performance auf eine Renndistanz herauszuarbeiten. Diese Performance, sprich die Haftung, wird durch das Abrubbeln von Gummiteilchen, den sogenannten Töffis oder Gummiwurzeln, ermöglicht. Wie sich ein Reifen auf der Strecke verhält und welche Arbeitsfenster ein solcher Reifen hat, weiß der 2010er Meister der deutschen Formel 3 Trophy, Ricardo Brucin. Ja, der Yokohama-Reifen ist meiner Meinung nach eigentlich ein wirklich guter Reifen. Man hat im Zeittraining natürlich nur auf 2-3 Runden gesehen, den Peak von den Reifen. In den 2-3 Runden muss alles passen, damit man eine Top-Zeit fahren kann. Und danach baut der Reifen halt ab, wie es, denke ich mal, bei jedem anderen Reifen ist. Aber der Vorteil bei dem Yokohama-Reifen ist, dass er einfach viel weniger abbaut. Er bleibt irgendwann auf einem konstanten Level. Und das ist natürlich schon auf das Rennen gesehen her von großem Vorteil. Obwohl die Reifen recht stabil sind, bauen sie irgendwann ab. Wie sehen die Reifenregeln aus? Wie viele Reifen hat der Fahrer pro Wochenende?
Ja, also Reifen werden bei uns so genutzt. Wir haben Einsatz neue Reifen für das freie Training. Und dann haben wir für jeweils beide Zeittrainings haben wir noch zwei Satz neue Reifen. Das heißt, ein Satz wird im ersten Zeittraining benutzt, der zweite Satz wird im zweiten Zeittraining genutzt. Und ja, dann werden die Reifen, die jeweils im ersten und zweiten Zeittraining benutzt wurden, werden dann halt fürs Rennen aufs Auto gepackt. Und ja, damit muss man dann die 30 Minuten rumkommen. Aber ich denke mal, dadurch, dass der Reifen so ziemlich konstant bleibt, ist es eigentlich ja, ein ganz guter Reifen, mit dem man gute Rennen fahren kann. Welche Möglichkeiten hat ein Fahrer oder ein Team, um die Reifen optimal auf die Bedingungen für die jeweilige Strecke anzupassen? Ja, Reifen sieht natürlich so aus, vorm Zeittraining, Rennen werden die Reifen geprüft, Luftdruck geprüft, dann werden die Reifen auf das Auto gemacht und ja, nach dem Rennen ist dann so, Reifen kommen runter, Felgen werden gewaschen, Reifen ja, kühlen halt ab und ja, dann muss man halt schauen, dass Reifen sauber sind und es dann halt wieder alles passt fürs nächste Training bzw. Rennen. Und in diesem nächsten Rennen geht das ganze Spiel wieder von vorne los, auch dank den Hightech-Produkten von ATS Leichtmetallräder.